Ich bin auch der Meinung, dass Weinzierl irgendwann über sein System nachdenken muss, vor allem was die Defensive betrifft. Schalke kann auch ein 4-2-3-1 spielen mit den Spielern, die ihnen zur Verfügung stehen. Also da gibt es einige Möglichkeiten und es wird hundertprozentig bei Schalke was passieren, was das System betrifft, was die Mannschaftsaufstellung betrifft, weil so kann es ja nicht weitergehen, weil da macht sich Weinzierl ja selbst keinen Gefallen. Ja, was mir bei Schalke auch auffällt, ist, dass sie vor der Dreierkette sehr wenig Aggressivität, sehr wenig Stabilität haben. Das Spiel hat der Geist gespielt, jetzt spielt Stamboli. Und wenn du in diese Bereiche kommst, eine Mannschaft, die mit diesem Tempo auch nach vorne spielt, dass dann Lücken entstehen, ist ja völlig klar. Und das ist eben was man am Ende auch dem Trainer irgendwo ankreiden kann, dass er das nicht erkennt, dass diese Problemzonen einfach vorherrschen. Ich glaube, dass er jetzt für den Donnerstag, wenn es wieder gegen Mönchengladbach geht, grundsätzliche Dinge ändern muss. Ich glaube, dass er viel mehr Stabilität aufs Feld bringen muss, dass er mit zwei Sechsern spielen muss, um auch diese Räume Gladbach nicht zu geben, weil genau das sind ja die Räume, die für Gladbach ja ein gefundenes Fressen sind. Wenn Raphael die Bälle spielen kann, wenn die Außenspieler frei in diese Räume laufen können mit ihrer Geschwindigkeit, die sie haben, da ist ja auch egal, wer da spielt. Das sind ja alles schnelle Leute bei Gladbach. Und wenn sie dann so träge in der Innenverteidigung verteidigen und keine Absicherung davor haben, dann wird das am Donnerstag genauso enden, wie es jetzt geendet hat. Es braucht jetzt Zeichen. Ich finde, das, was Schalke gestern da abgeliefert hat, ist mir vor allem zu emotionslos. Da sehe ich auch den Trainer sehr gefordert, der nach dem Spiel wieder da stand und im Interview wieder mit diesen 5 Niederlagen zu Saisonbeginn anfing. Das muss eine Sache sein, die muss lange gegessen sein. Ich glaube, der Verein muss dieses Spiel, natürlich im Moment ganz klar, Vorteil Gladbach, mental ganz klare Vorteile für Mönchengladbach. Ich glaube aber, dass Weinzierl jetzt gefordert ist, sei es durch Ansagen, durch Emotionen, durch Mentalität, durch vielleicht Systemumstellung, Zeichen zu setzen, dass diese 2 Spiele für Schalke die Chance sind, die Saison noch zu retten.